Jetzt wir zeigen hier eine einfache, sehr praktikable Variante, die auf dem Vorwärts-Rückwärts-Schritt von unserem Disco Fox basiert, beziehungsweise gerade Grundschritt. Da auch wieder der Fox. Disco. Der Fox. Fox. Ja, genau. Es ist alles irgendwo eine Fox-Familie, eine ausgefuchste Familie. Das heißt, eins, zwei, tap und eins, zwei, tap. Genau. Und jetzt aber damit bewegen wir uns maximal vorwärts und rückwärts. Wenn wir uns aber weiter im Raum damit bewegen können, ja, eine Möglichkeit wäre, dass wir immer nur das machen. Ja? Aber es wäre jetzt nicht so spannend. Wir zeigen es jetzt gleich in diese Richtung. Wir werden jetzt den berühmten Lauras Stützschritt jetzt verwenden, um uns jetzt aus unserer Sicht in diese Richtung weiter in den Raum zu bewegen. Das bedeutet, eins, zwei, tak, tak, eins, zwei, tak, tak, eins, zwei, tak, tak, eins, zwei, tak, tak. Ja. Was hier passiert, ist, dass wir mit diesem Stützschritt uns sanft aus meiner Sicht in dem Fall nach links bewegen. Das heißt, eins, zwei, tak, tak, hopp, tak, tak, hopp. Und jetzt gehen wir immer weiter aus seiner Sicht nach links. Mit einem Tap-Schritt wäre das nicht so sehr möglich. Eins, zwei, tap. Eins, ja, es geht irgendwie, aber wir dürfen dann nicht allzu viel andrehen, weil das würde uns sofort dann auf den Fuß bringen. Aber mit diesem sanften Seitschluss, ja, haben wir schon ein bisschen mehr oder Möglichkeiten anzudrehen. Das heißt hier, eins, zwei, Seitschluss, da, 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 Seitschluss. Da haben wir immer wieder diesen sanften Andrehmoment, wenn man so will. Es gibt Drehmoment und es gibt Andrehmoment, mit dem wir unseren Tanz gestalten können. Damit wir da jetzt noch ein bisschen besser auch in die Richtung kommen, die wir wollen, können wir diese Vorwärts- und Rückwärtsschritte ein bisschen lenken. Genau, jetzt zicke-zacke quasi. Wir gehen zicke-zacke durch den Raum. Ja. Das bedeutet, dass wir, wenn wir vorwärts gehen, zum Beispiel Seitschluss mit diesem Hilfsschritt, wenn man so will, Andrehmoment, uns jetzt leicht aus meiner Sicht, ich drehe mich jetzt leicht nach rechts. Genau. Und jetzt gehen wir schräg in den Raum und jetzt gehe ich leicht nach links, oder? Eigentlich, so wie ich mich leicht nach links bewege, so geht auch die Laura mit mir mit. Und jetzt gehen wir wieder, das ist jetzt zick. Und zack. Und das ist jetzt der Zack. Tak, tak, bum, bum, tam, tam, bum, bum, tak, tak. Es ist dann immer so, dass wir beim Rückwärtsteil, wie beim Wiener Walzer, jetzt so haben wir ein bisschen Parallelen, der Rückwärtsteil geht, macht nach dem Seitschluss oder bei diesem Kurz, macht der Dame den Platz oder den Partner, besser gesagt. Ja. Eins, zwei, jetzt gehe ich eher kleiner und die Laura bewegt sich etwas mehr. Beim Vorwärtsteil werde ich mich mehr bewegen, beziehungsweise die Laura bei ihm Rückwärtsteil, er wird am Platz bleiben. Das heißt, eins, zwei, schück, schück, eins, zwei, tut, tut, eins, zwei, kurz, kurz, eins, zwei, kurz, kurz. Wenn sich die Herren fragen, in welche Richtung muss ich jetzt da hin zicken oder zacken, immer so, dass ihr grundsätzlich in die Richtung tanzt, wo ihr hin wollt. Für uns ist es da Richtung Tür, Richtung genau. Ausgang. Ja, das ist ja die, generell, wenn man sich fortbewegt, sollte man immer sowieso schauen, dass man sich in die allgemeine Tanzrichtung bewegt. Das ist gegen Uhrzeigersinn. Das heißt, in diesem Fall, wenn da jetzt unsere Bewegungsrichtung wäre, dann würden wir auch schauen, dass wir uns einfacherweise jetzt mit den gefassten Händen, dass wir dorthin zeigen, wo die Tanzrichtung ist. Da wollen wir hin. Ja? Und da wollen wir, jetzt muss man nicht aber frontal dorthin gehen, würde auch gehen, aber im Volkstrat ist es eher ein Zicke-Zacke-Tanz. Das heißt, wir gehen jetzt vorwärts und dann leicht ankurven. Jetzt gehe ich mit dem so leicht rückwärts in die Tanzrichtung, wenn man so will.
Und beim Vorwärtsteil gehe ich schräg vorwärts in die Tanzrichtung. Ta, ta, ti, ti, bam, bam, pum, pum. Ja? Das heißt, tim, tim, bam, bam, pum, pum. Was bedeutet das? Egal was, immer in Tanzrichtung. Genau. Und auch noch dazu, der Rhythmus ist lang, lang, kurz, kurz. Lang, lang, kurz, kurz. Und das ist auch ganz, ganz toll, wenn wir jetzt auf einmal uns nicht mehr fortbewegen können, weil auf einmal steht jemand da oder das geht nicht mehr weiter, dann können wir gleich weiter in unserem Disco Fox uns bewegen, vielleicht dann noch ein paar Drehungen dazu tanzen, wenn wir dann wollen. Und dann, wenn es dann weitergeht, yay, die Fläche ist wieder frei und los geht's in den Foxtrot weiter. In den Tanzkreis wieder. Genau, das heißt, es ist so, da, so kann man Disco Fox und Foxtrot ziemlich gut kombinieren. Dort, wo man Weg zurücklegen können, wollen, sollen, nehmen wir diese Foxtrot-Zickzack-Strategie und wenn das nicht mehr weitergeht, eher Disco Fox. Und das wirkt extrem gekonnt. Genau. Also das, alle Damen sind da super beeindruckt. Genau, sie glauben gleich, wow, da du hast ja da ziemlich viel Kontrolle über die Raumverhältnisse und uns und so. Dass, also damit kann man wirklich sehr viele Pluspunkte sammeln. There you go, messing with my mind. I am usually better when I lie. There I go, stuck inside a shell, and you're leaving on the other side, a lover's carousel. If you